McChicken. Hallo zusammen. Heute machen wir zusammen ein McChicken. Oder eben etwas in diese Richtung. Selber gemacht, und es mir fast noch besser, wenn ihr im McDonalds kauft. Zuerst machen wir Brötchen. Für das sind bei 400 Gramm Weissmehl in eine Schüssel. 180 ml zimmerwarmes Wasser dazu. Das Päckchen Trockenhefe. Dann 40 Gramm Manken, geschmolzen. Gramm Zucker und 8 Gramm Salz. So wie ein Ei. Das Ganze tun wir jetzt 5 Minuten mit der Maschine, mit dem Knethaken kneten. Alternativ kann man so einfach 10 Minuten von Hand gut kneten. Dann tun wir den Teig mit Plastikfolie zudecken und lassen eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. Dann tun wir den Teig vierteln. Mit leicht feuchten Händen schön Kugeln formen. Dann auf ein Backblech mit Blechreinpapier legen. Dann tun wir es etwas flach drücken. Ein frisch gewaschenes Geschirrtuch drüber. Und dann lassen wir es noch eine Stunde lang stehen. Dann heizen wir den Backofen auf 180 Grad Umluft vor. Nehmen ein ganzes Ei, tun das verquirlen. Dann unsere Hamburger Brötchen schön einstreichen damit. Dann streuen wir noch ein bisschen Sesam drüber. Dann haben wir sie in die Mitte vom Backofen und backen es für ca. 12 bis 15 Minuten. Das ist stark abhängig von eurem Backofen. Wenn sie aus dem Ofen kommen, lassen wir sie auf einem Gitter komplett auskühlen. Dann nehmen wir 700 Gramm Bouillet-Hackfleisch. Zum Bouillet-Hackfleisch gilt es zu sagen, das könnt ihr in gewissen Migros und Coop-Filialen abpackt kaufen. Die meisten Metzger lassen es nicht durch den Wolf. Laut Schweizer Lebensmittelgesetz müsste man separaten Wolf haben, um das Geflügel durchzulassen. Und darum ist das eben sehr, sehr selten verfügbar. Alternativ könnt ihr Bullebrüste nehmen, die dünn schnetzeln und mit dem Stabmixer wirklich immer wenig, es geht nicht der Mixer kaputt, pürieren. Und dann sofort wieder in den Kühlschrank. Dass nichts passiert, oder? Dass das Fleisch immer schön kalt ist. Dann haben wir hier einen Esslöffel Maizena, also sprich Speisestärke, einen halben Teelöffel Pfeffer, dann einen Esslöffel Meersalz und dann wollen wir das Ganze gut verkneten. Etwa 5 Minuten lang wirklich schön von Hand kneten, dass es eine schöne Konsistenz gibt. Dann füchte ich die Hände anfüchten. Machen vier Kugeln daraus und formen vier Burger so. Die müssen nicht exakt rund sein, das ist im McDonalds auch nicht. Dann tue ich ein Blechreinpapier auf irgendeinen Teller oder auf eine Form. Und das Ganze mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen, dass es schön durchzieht. Die kann man natürlich auch am Morgen schon bereit machen und nachher zu oben brauchen. Dann machen wir Soße bereit. Für das nehme ich 150 Gramm Mayonnaise, 20 Gramm Senf und das Ganze gut verrühren. Dann nehmen wir 80 Gramm Eisbergsalat, den schneiden wir schön in Streifen und mischen das mit der Sauce gut vermischen. Dann erhitzen wir ein bisschen Anken in der Pfanne, die Hamburger Brötchen halbieren und sie schön leicht knusprig braten. Dann tun wir 180 Gramm Weissmehl in eine Schüssel, 100 Gramm Maizena, also Speisestärke dazu, einen Esslöffel Paprikapulver, ich nehme hier gerne das Geräuchte vom Bünzligewürz, das war falsch, das wäre das, 1,5 Teelöffel Knoblauchsalz, nehme ich auch das vom Bünzligewürz, kann man natürlich auch andere Knoblauchsalz nehmen, gibt es auch, einfach nicht so gute, 2 Teelöffel Zwiebelpulver, geben wir alles dazu, damit das gut vermischen. Zwischenzeitlich tun wir die Fritteuse oder einen Topf von Öl auf 180 Grad erhitzen. Dann haben wir unsere Bulli-Burger, drehen sie in dieser Mischung innen. Wenn wir das haben, nehmen wir 300 ml Wasser, kaltes Wasser mit Kohlensäure
Und dann ist zu der restlichen Mehlgewürzmischung. Und dann alles gut verrühren, bis es schön klumpenfrei ist. Dann ziehen wir unsere Bulli-Burger durch die Masse. Schauen, dass alles schön bedeckt ist. Ein bisschen überschüssiges, ein bisschen abstreifen. Schauen, dass es gut eingerieben ist. Und dann können wir schön goldbraun rausfrittieren. In der Zwischenzeit können wir anfangen, ein bisschen Salat mit Soße auf den Boden verteilen. Dann können wir schnell auf ein bisschen Küchenpapier abtropfen. Legen es drauf. Nochmal ein bisschen Salat mit Soße oben drauf. Deckel drauf. Und fertig ist unser McChicken. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.